dann haben wir ganz liebe Grüße. Kein Interview mehr. Ah, egal, hat wohl auch keine Lust, dann machen wir. Entschuldigung, der Manager hat reingequatscht. Ja, ja, ja. Herr Manager, wir arbeiten hier. Ja. Deutsche Meisterin, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, was macht mit dem Mikro? Ja, das Mikro. Hier, geht die ich sag mal so, das interne Mikro hat die bessere Qualität. Okay. Und darum geht's ja. Erzählt mal, deutsche Meisterin, wie fühlt man sich? Mega gut. Wie? Mega, ist mega frei. Was hat den Ausschlag gegeben im Finale? Ihr habt ja rasend begonnen. Ach, da ist auch Weile wieder. Ja, wir haben wirklich rasend begonnen. Wir haben uns vorgenommen, im Ausschlag nochmal einen aufgesetzt, weil uns das phasenweise im Halbfinale nicht ganz so geglückt ist. Ich glaube, das war der Schlüssel zum Erfolg. Ja. Und nochmal zu den Olympischen Spielen. Ist ja der Höhepunkt gewesen. Danach sich nochmal zu motivieren für die DM war nicht so schwer, gehe ich jetzt mal davon aus. Und hat sich auch gelohnt. Ja, also ich habe auch schon oft gesagt, wir haben halt Polen gehabt noch als deutsches Turnier davor und wir sind nie so richtig aus dem Rhythmus rausgekommen, haben jetzt keine wochenlangen Pausen gemacht, haben in London noch angefangen wieder mit dem Training und haben uns da nicht so wirklich viel kopfmäßig auch eine Auszeit gegönnt, deswegen war es wahrscheinlich auch für uns relativ leicht zu sagen, okay, Polen und dann Timmendorf, man war so im Rhythmus und nimmt das dann mit. Und Saison ist ja jetzt zu Ende, die Frage, ihr spielt Jülich nächste Woche, ne? Nein, ich bin Arland. Arland, ja, hätte ja sein können. Dann heißt es. Ich bin noch nicht eingeladen worden. Aber dann müsst ihr nicht auch morgen. Achso, das klären wir dann nochmal. Ja. Das heißt, ihr müsst auch um 8 Uhr morgen früh fliegen wie Shanti oder so? Nein, auf keinen Fall. Weil wir bleiben bis Montag. Wir bleiben bis Montag hier, dieses Jahr, das erste Mal. Ja, sehr gut. Sonntagabend noch ein bisschen mit der Olympia-Gang. Okay. Nochmal einen Abschluss feiern wollen. Ja, und nochmal den Craig verabschieden wollen, weil der ja bald nach Neuseeland hat. Hat Laura uns eben erzählt, ja? Genau, und deswegen bleiben wir dieses Jahr bis Montag und machen erst am Dienstag die Tournee auf. Und dann spielt ihr da nochmal das letzte, ne, vorletzte, weil da noch Thailand ist. Ja, dann genießt, ja, dann feiert mal schön und genießt eure Goldmedaille. Warte eine Sekunde, Schärfe noch ziehen, dann läuft er. Ja, danke!